So Leute, willkommen zurück zu Jack 3. Im letzten Part haben wir uns hier in die Kriegsfabrik reingeschossen, haben dort dieses ganze Zeug kaputt gemacht und jetzt wollen wir die ganze Fabrik am besten kaputt machen. Oh, da werden wir schon mal freundlich empfangen von den lieben Bürschchen hier. Hallöchen, ihr lieben Bürschchen, ihr Kriegsroboter des Todes. Sterbt doch bitte mal. Danke, danke. Da habe ich schon mal was gesehen, wo ich gerne hin möchte, nämlich dahin. So, oder ist das hier, das ist nicht der korrekte Weg, oder? Nee, das sieht mir nicht nach dem korrekten Weg aus. Das könnte tatsächlich ein Sekret sein. Also ein Secret, schauen wir mal. Hier geht's. Hey, wieso? Treffe ich sie auch? Hey, ich treffe sie auch, okay. Aber nur den da. Hä? Irgendwie? Verstehe ich es nicht ganz. Ist hier irgendwo was, was ich übersehe? Ich check's nicht. Ich check's irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn ich da irgendwas übersehen habe, dann könnt ihr mir ruhig Bescheid sagen. Es ist wahrscheinlich eh zu spät, weil ich nicht mehr da hinkommen werde, weil ich ja jetzt schon weiter bin. Also wenn, nachdem ich den Part aufgenommen habe. Aber trotzdem könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Vielleicht komme ich da doch nochmal hin. Aber habt ihr auch nichts gesehen, was da irgendwie secret-mäßig sein könnte. Aber gut, sei es jetzt drum. Nehmen wir hier ein bisschen Leben zu uns. Haben ja ein bisschen was verloren. Und, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, nehme ich an. Hier muss ich... Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Gut, dann müssen wir definitiv hier nach unten. Ich habe vielleicht auch gedacht, dass hier unten ein Secret ist, aber nee. Das ist definitiv der korrekte, der richtige Weg. Was heißt korrekt, richtig? Nein, einfach der Weg, den wir gehen müssen. Okay, hier müssen... Wie war das denn nochmal? Viereck oder Kreis? Viereck versuchen wir mal. Ja, sehr schön. Viereck war es. Okay. Sehr gut, dann können... Was? Hallo, ich wollte doch... Hä? Was? Was zur Hölle? Ich dachte, hier muss man das Ding einsetzen. Ah, muss ich das hinten abschießen? Nee. Hä, komm ich hier... Oh, nee. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Wieso ist die Zwischensequenz nicht schon vorgekommen, bevor ich mein helles Eco verschwendet habe? Okay, Dexter muss da erstmal irgendwas machen. Das war ein bisschen gemein von dir, liebes Spiel. Ich dachte, da muss ich endlich wieder mal die Fähigkeiten einsetzen, die ich schon ewig nicht mehr eingesetzt habe. Und das wäre irgendwie cooler gewesen. Ja, das ist auch ganz cool. Obwohl, da war keine Herausforderung drin. Hä? Muss ich einfach rüberhangeln? Okay, Jack, wir sind durch. Also klar, es ist so ein bisschen Abwechslung. So, ja, wir spielen wieder ein bisschen mit Dexter. Aber da war absolut keine... Ja, keine hoch, bitte. Lass mich doch mal hoch. Ich komme da nicht hoch. Lass mich nicht hoch, die Dinger. So, jetzt aber. Oh, habe halt ein bisschen Schaden gefressen. Egal, weg mit euch. Weg mit euch. So. Oh, nee. Da, oh, nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Verpisst euch. Da kommen einfach neue Gegner raus. Schon klar, aber nicht mit mir, Freunde. Bekomme ich hier auch irgendwo Leben? Nee, eher weniger. So, oh Gott. Mach mir doch nicht so viel Schaden, verdammte... Nein, das reicht nicht mehr. Das reicht definitiv nicht mehr. So, jetzt aber schnell rüber, bevor mir die mich ganz kaputt machen. Das wollen wir ja gar nicht sehen. So, die schießen noch immer auf mich. Geht doch mal weg. Hallo, geht mal weg, bitte. Danke, Anke. Aber das vorhin war echt aber fies, dass die Zwischensequenz erst zu spät kam. Weil ich wusste... Also, komm, wer von euch hätte nicht gedacht, dass man da den Zeitlupen-Modus aktivieren muss? Vor allem, den haben wir schon so lange nicht mehr aktiviert. Wieso eigentlich? Voll schade eigentlich. Es wäre cool, wenn wir da noch ein paar Rätsel bekommen mit dem Zeitlupen-Modus. Oh, jetzt sehe ich das Rohr aber sofort. Okay, dann müssen wir erstmal zum Rohr hin, damit Dexter irgendwie so einen Schalter betätigt, damit das dann halt wahrscheinlich weitergeht. Yay! So. Vielleicht gibt es jetzt auch eine Herausforderung, abgesehen davon, dass... Ja, tatsächlich. Immerhin so Laser, die mich dann töten können, nehme ich mal an. Ich nehme mal an, ich sterbe, wenn ich die berühre. Deswegen sind wir ganz vorsichtig mit unserem Dexter Boy. So. Das war's schon, oder wie? Das kann es nicht gewesen sein, oder? Also es wurde schon ein bisschen schwieriger, ja, aber... Ich dachte... Da kommt ein bisschen mehr. Na gut, nichtsdestotrotz ist echt eine coole Sache hier.
so ein bisschen Abwechslung. Ich finde es echt gut, dass Dexter halt das ein oder andere Mal auch zum Einsatz kommt. Nicht nur bei den Minispielen, sondern auch so bei kleinen Passagen, um Hallo, Jack den... Hallöchen, Partnerchen. Finde ich echt eine nette Sache, muss ich sagen. Und ich finde es noch netter, wenn da auch ein bisschen mehr Herausforderungen drin wäre in diesen Passagen. Klar, diese... Okay, ich muss es wahrscheinlich zerstören, nehme ich mal an. Diese Dinger da. Oh nee, da kommen wieder unendlich viele raus. Aber wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? Das ist die Frage. Hier komme ich nicht weiter, oder? Was muss ich denn machen, Leute? Hä? Was habe ich gemacht? Was zur Hölle... Was habe ich denn da gemacht, dass da... das Ding weggegangen ist. Ist mir egal. Ist mir egal, was ich gemacht habe. Ich gehe einfach weiter und... bleib heiter. So, schnell runter, bevor die mich treffen. Oh Gott. Weg. Oh, puh. Gott, haben die mich erschreckt, Mann. Aber ich mag die Sterne nicht, wo die unendlich rauskommen. Die sind echt ein bisschen gemein, weil die... halt ziemlich viele dann sind und ich bin ziemlich wenige und bli und blau und blub. Und die haben mir gesagt, hey, ich kann mir bei den Boni ein paar Waffen-Upgrades kaufen. Und das weiß ich schon. Also ich habe es euch zwar noch nicht gesagt, aber ich habe mir offscreen mal die ganzen Menüs durchgeschaut. Und ja, da kann ich mir Waffen-Upgrades kaufen, aber das ist dann eher sowas wie, ja, du hast ein bisschen mehr Munition und bli und blau und blub. Und das, weiß nicht, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich die Waffen-Upgrades wahrscheinlich auch nicht einsetzen. Da muss ich Precursor-Ops halt für bezahlen. Und weiß nicht, will ich jetzt nicht unbedingt. Wer es braucht, der braucht es. Aber jetzt sieht es doch ziemlich heiß aus hier. Okay, komm, schneller, sehr gut. Hier wieder warten. Und dann hier wieder rüber. Okay. Es wird in der Tat ein bisschen herausfordernder. Mir gefällt es ehrlich gesagt ganz gut. Denn, dann macht das auch irgendwie mehr Sinn. Also es macht schon so Sinn, weil Jack kommt ja nicht dahin. Aber es ist halt auch eine Herausforderung da. Die war jetzt auch nicht megamäßig groß, die Herausforderung. Aber immerhin war es eine kleine Herausforderung. Und es steigert sich ja Stück für Stück. Oh, ja, meine arme Schulter ist voll einsam. Obwohl, jetzt nicht mehr, weil du bist ja dabei. So, dort rechts kommen wir wahrscheinlich noch immer nicht weiter. Was heißt noch immer nicht? Wieder nicht, weil da halt so ein Gitter davor ist. Und da geht nochmal Dexter da durch die Röhre. Finde ich auch cool, wie sie sich einfach blind verstehen oder ohne Kommentar. Also sie müssen, Jack muss jetzt nicht sagen, hey, geh mal durch die Röhre, Dexter, bitte. Sondern sie machen das einfach von sich aus, weil sie Freude daran haben. So, komm. Haha, ich schaff's. Ich schaff es, ohne stehen zu bleiben. Bin ich nicht gut? So, jetzt muss ich aber nicht stehen bleiben. Ich kann hier direkt weiter. Komm. Jetzt hier nach hinten. So. Hey, heiß. Okay, der Flamme folgen. Oh, das schaffen wir nicht mehr. Doch, das schaffen wir rechtzeitig. Okay. So, das war aber auch nicht wirklich so die Herausforderung. Ja, ich soll mich jetzt nicht beklagen, weil wahrscheinlich kommt jetzt mega die Stelle, wo ich dann voll ablosen werde. Aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen, dass ich wenigstens einmal sterbe, wäre ganz okay gewesen. Ja, seht ihr, er stimmt mir zu. Er hat mir zwar zu was anderem zugestimmt, aber egal, er stimmt mir jedenfalls zu. So, hey, ihr kleinen Kampfroboter. In euch sind ja gar keine Menschen drin. Oh, da bekomme ich tatsächlich wieder helles Echo. Kann ich das Ding fahren? Das wäre mega cool, wenn ich das fahren könnte. Tatsächlich, ich kann das fahren! Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ist hier was? Nee. Erstmal so ziemlich viel Schaden geschluckt, aber Hauptsache, ich habe geschaut, ob da was ist. So, komm, hoch da. Okay, sehr gut. Ey, geile Sache. Kann ich auch schießen? Ich kann springen, aber nicht schießen. Okay. Nein, nicht runter, sondern hier. Machen die mir Schaden, die Dinger? Irgendwie ja nicht, habe ich das Gefühl. Hier, oh nee! Hier muss ich wahrscheinlich den Turbo zünden. Zünd den Knaller, yay! Sag er, oh Gott. Okay. Hä? Muss ich hier weiter? Das sind die Stellen, wo ich vorhin zu Fuß durchgegangen bin. Und jetzt gehe ich sie halt mit diesem Gefährt durch. Ja, coole Sache so. Coole. Hä? Was? Nein! Oh Gott, das war fies.
Das war jetzt echt ein bisschen fies, aber gut. Das heißt, nun bin ich auch mal gestorben. Ist ja nicht so, dass ich nie sterbe in diesem Spiel, aber ich meine, bei dieser Mission bin ich jetzt auch mal gestorben. Wollte auch mal gezeigt haben, dass man halt in dieser Mission sterben kann. Und dann werden wir halt hier wieder zurückgesetzt, was absolut kein Problem ist. Da der Checkpoint, finde ich, meiner Meinung nach, mehr als fair gesetzt ist, sodass trotzdem noch so ein bisschen Herausforderung da ist, aber auch nicht zu unfair das Ganze gestaltet wird. So, komm, ich nehme direkt das Auto. Ich mache die Dinger nicht kaputt, weil die sind mir scheißegal. So, zum Glück habe ich einen Führerschein. Also einen aus dem Kaugummiautomaten. Ich habe einen Führerschein. Glaubt ihr mir? Hä? Komm schon. Ich brauche ein bisschen Anlauf oder Anfahrt oder wie auch immer. Die Anfahrtskosten werden hier wahrscheinlich nicht erstattet. Ich weiß nicht, das hat jetzt gerade zur Anfahrt gepasst. Oh, jetzt tauchen wieder unendlich viele Gegner. Hä? Ach so, ah ja, weil wir einmal gestorben sind, wurde das jetzt wieder respawned. Komm, jetzt schaffen wir es, sehr gut. Oh, wir können es auch zerstören. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es schon vorher zerstört. Kann ich es eigentlich nur mit dem Auto zerstören oder kann ich es auch so sonst irgendwie zerstören? Moment, sind wir jetzt wieder ganz... Ne, wir sind nicht ganz am Anfang, oder doch? Hä? Hä? Das Auto? Hä? Hä, was? Muss ich hier lang? Muss ich hier lang oder muss ich hier breit? Das würde ich gerne wissen. Das würde ich gerne wissen, meine lieben Damen und Herren. Denn das wäre gar nicht mal so unbeschissen. So. Bin ich hier jetzt weiter vorangekommen oder wo bin ich? Überspielt? Ja, das sieht irgendwie auch so aus, als ob es... Neuen Freunden werde ich diesen armseligen Planeten erobern. Du sprichst mit den dunklen Schöpfern. Ja, mein digitales Ich hat die gleiche Wellenlänge wie diese armen, gequälten Wesen. Sie ähneln uns, weißt du, Jack? Ja, mir zumindest. Sie wollen nur ein Zuhause, irgendwo hingehören. Und die Zerstörung allen hellen Echos! Zusammen werden wir diesen armseligen Planeten von seinem Elend erlösen. Sei dir dann nicht so sicher. Die dunklen Schöpfer sind alles andere als harmlos. Frag mal die Metallschädel. Mir liegt eine Macht zu Füßen, über die selbst die Precursor nicht Herr waren. Keine Angst. Du wirst nicht mehr erleben, was ich aus dieser Welt mache. Einen Felsen. Oder einen Schlackepool. Oder einfach nichts. Völliges Vergessen. Die Wahl ist so schwer. Das werde ich nicht zulassen. Bam, bam, bam. Der Erol, der gute Erolsteiner, okay? Schießt erstmal ein bisschen auf uns. Gut, aber er sieht ein bisschen cybertronisch aus. Und dann kommen Gegner raus. Die machen wir schnell kaputt. Das ist schön für dich. Oh, ziemlich viele Gegner. Ziemlich viele Gegner, das gefällt mir nicht ganz so gut. So machen wir die glatt. Wieso ist das eine blau? Das violett, okay. Irgendeinen Sinn wird das wahrscheinlich schon haben, dass die verschiedene Farben haben. Aber den Sinn sehe ich momentan noch nicht. So, die Frage ist halt, wie wir ihm Schaden zufügen können. Erstmal kommen hier nur Gegner raus. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar Gegnerwellen hier außer Gefecht setzen. Und dann irgendwann wird er nach unten kommen und dann können wir ihn kaputt hauen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber der ist ein bisschen größenwahnsinnig geworden, wie so ziemlich alle Bösewichte. Alle werden größenwahnsinnig irgendwann. So, was jetzt? Was muss ich damit machen? Geh kaputt. Geh doch mal kaputt. Hä? Und jetzt? Hä? Okay, wir haben ihm Schaden zugefügt. Also tatsächlich, wir müssen erstmal Gegnerhorden abwehren. Und dann müssen wir das Ding da kaputt machen, wie es aussieht. Ah! Ey, ja, das war unfair. Ja, das war jetzt dumm von mir. So, jetzt habe ich es gecheckt. Oh nein! Diesmal... Oh Gott, da ist eine Lücke! Da ist eine Lücke! Okay, jetzt schießt er ganz normal. Jetzt schießt er ganz normal wieder. Ich springe trotzdem sicherheitshalber. Weil es könnte sein, dass da... Weg mit euch. So. Kommen die kleinen Viecher raus. Die sind jetzt nicht so das Problem, um ehrlich zu sein. Aber es kommen bestimmt auch wieder größere. Ja, ja, du bist auch machtlos. Ohne deine Metalldingensbummens bist du auch machtlos, du Klein. Könntest du wieder mal bitte Leben kommen?
Weil in der ersten Phase habe ich gar kein Leben gebraucht, da kam so viel Leben. Und jetzt bräuchte ich ein bisschen Leben und da kommt gar nichts. Da kommt einfach gar nichts. Da trifft die doch mal, Jack. So, komm, ich bin ein bisschen angespannt. So, weg mit euch. Noch immer kein Leben. Kommt die Maschine schon raus? Nee, okay, es kommen noch Gegner raus. Da müssen wir noch ein paar Gegnerhorden abwehren. So, weg mit euch. Weg mit... Nein! Oh Gott, bitte, gib mir doch irgendwo ein bisschen Leben. Wo ist die Maschine? Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie. So. Hätte ich noch eine? Ah, nee, wir müssen... Moment. Wir müssen die hier platzieren. So. Komm, hier. Geh hoch. Triff Erol. Nee, die trifft Erol. Die trifft ihn aber, oder? Yes, sehr gut. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Das Problem ist aber, dass mein Leben sich dem Ende zuneigt. Ich bin... Okay, setz mir die helle Energie jetzt schon ein. Ich wollte eigentlich erstmal abwarten, ob ich da vielleicht irgendwo wieder Leben bekomme. Aber darauf kann ich, wie es aussieht, lange warten. Deswegen... Hallo, ich war in der Luft, Leute. Jetzt, das war jetzt fies. Okay, jetzt schießt er wieder ganz normal. Es werden wieder mehr Lücken hier offen. Ja, ist jetzt nicht so das Problem eigentlich. So, weg mit euch. Und weg mit euch. So, wieder ein paar Gegnerhorn plätten. Ja, jetzt bekomme ich da Leben. Ey, will mich das Spiel eigentlich manchmal verarschen? Ja, schön, sei du der Überlegene. Ich bin der Beste. So, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Die Fronten sind geklärt, Leute. Jetzt kommen die Schieß-Schieß-Gegner. Die sind gar nicht mal so nett. Aber ich habe sie auch ganz gut abgewehrt. Kommen jetzt schon die Roboter. Ja, wo ist der Erol? Hier ist er, oder? Da oben war er, beim Roten ist er. Komm hier. So. Kommt hier hin. Alle hier hin. Zu Erol Boy. Und zack. Noch einmal und er ist erledigt. Noch einmal. Komm schon, Erol Boy. Hast du nicht mehr drauf? Ganz ehrlich? Das ist ein bisschen enttäuschend bis jetzt von dir. Diesmal. Nein. Ja, diesmal bin ich zu früh gesprungen. Das reicht trotzdem. Also manchmal will sich das Spiel irgendwie auch nicht entscheiden, habe ich das Gefühl. So, ich bleib mal hier auf dieser Ebene, weil hier ist ziemlich viel, okay, kaum habe ich es gesagt, sind hier schon wieder Löcher. Okay, ich muss hier bloß aufpassen, dass ich nicht irgendwo runter in ein Löchlein falle, weil das wäre echt das Tragischste jetzt. Ich habe mich, finde ich, richtig gut geschlagen bislang und von dem her hätte ich jetzt nicht so einen Tod verdient. Jetzt müsste ich aber wissen, wo Erol ist. Da ist Erol, okay. Da kommen die Maschinen schon raus. Okay, sehr gut. Kommen die Maschinen schon raus? Komm schon, hier hin. Da, lande da. Da bei Erol. Sehr schön. Mist, er ist entwischt. Bis dann, Maschinenmann. Jack, er misst uns da. Wir haben den Robospinner zerlegt, so wie einen Truthahn. Erol ist entkommen, doch seine Roboterfabrik ist jetzt zu. Das ist gut. Es beunruhigt mich, was Erol da anstellt. Ich fürchte, er will dieses schreckliche dunkle Schiff erwecken, ehe wir es zerstören können. Hunin Sang, Precursor und dunkle Schöpfer, kämpfte von Anbeginn der Zeit um die Welten. Nicht zum ersten Mal fällt ein Planet diesen Monstern zum Opfer. Tja, aber nicht dieser Planet. Wir sind so weit gekommen. Wir müssen dieses Ding einfach irgendwie zerstören. Die Wahrheit ruht in den Katakomben. Und da muss ich hin. Dann ist unser nächstes Missionsziel klar. Aber wir haben erstmal den Massimplodierer bekommen. Ich glaube, das ist eine Erweiterung, ja, vom Peacemaker. Was der so be... Ah, kann ich drauf? Na, schade. Ach, mit Owen sprechen. Wir haben den Roboter. Ach so, ja, nee. Das wollte ich nicht. Ich muss echt sagen, der Kampf. Da hat irgendwie das letzte Fünkchen an Herausforderung gefehlt. So ist, die Wellen waren. Also, sie wurden immer stärker und stärker, die Wellen. Aber im Endeffekt hat mir so ein bisschen das Finale beim Kampf gefehlt, muss ich sagen. Da hat mir der erste Bosskampf ein bisschen besser gefallen, weil, keine Ahnung, da war es.
Da wurde es halt wirklich schwieriger. Aber ja gut, sei es drum. Wir haben noch bestimmt genug Kämpfe vor uns. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mir über Feedback freuen. Errol greift den Mönchstempel an. Er will an unsere Geheimnisse über die dunklen Schöpfer. Bitte beeil dich. Wenn er findet, was er sucht, bedeutet das Ende der Welt. Ja, ist mir scheißegal, ihr Mönche seid Verräter. Ja gut, dann gehen wir vielleicht im nächsten Part zum Mönchstempel oder was auch immer. Wir werden sehen, auf jeden Fall war es für den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.